right, Jets, you know the drill. 2 megaton tacticals. Tut mir leid, Männer, aber manchmal ist die Größe eben doch entscheidend. In Dreadnought zieht ihr mit riesigen Raumschiffen in die Schlacht und die ballern nicht nur mit handelsüblichen Laserkanonen um sich, sondern auch mal mit einer ausgewachsenen Atomrakete. Aber es reicht auch wieder nicht nur mit einem Riesending bestückt zu sein, man muss schon auch wissen, wie man seine Schwungmasse richtig einsetzt, sonst kriegt man halt doch nur aufs Maul. Und deshalb hat mich Greybox, der Publisher von Dreadnought, gefragt, ob ich euch das Spiel nicht mal erklären kann. Aber gerne doch. Commander Data, Einsteigertipps auf den Schirm. Mit welchem Knopf kriege ich die denn hier auf den Schirm? Mit dem gelben, Junge. Ah, ja. Dreadnought ist weder eine Raumschiffsimulation noch ein Strategiespiel, sondern ein taktischer Free-to-Play-Team-Shooter. Und bevor ich es vergesse, Links zum Gratis-Download für PC und PS4 findet ihr in der Videobeschreibung. Ganz traditionell gibt's in Dreadnought verschiedene Kämpferklassen in Form von 5 Raumschifftypen. Die werde ich euch alle noch im Detail in separaten Videos vorstellen, aber jetzt gibt's schon mal einen schnellen Überblick. Die imposanteste Klasse ist natürlich der namensgebende Dreadnought selbst. Dreadnought heißt übersetzt "Fürchte nichts". Und tatsächlich ist der Dreadnought das am stärksten gepanzerte Schiff im Spiel. Also praktisch ein Tank. Gleichzeitig teilt der Dreadnought aber auch ordentlich aus. Seine schweren Plasmakanonen gehören zu den Waffen mit der größten Reichweite auf dem Schlachtfeld. Jeder Schiffstyp verfügt außerdem noch über Sekundärwaffen, die in der Regel für den Nahkampf bestimmt sind. Und dann gibt's da noch pro Schiffstyp 4 wählbare Module und auch hier fährt der Dreadnought ordentlich was auf. Mit Schwärmen kleinerer Raketen oder sogar mit einer taktischen Nuke dezimiert ihr Gegner auch über noch größere Entfernungen. All die Feuerkraft und Panzerung hat allerdings auch ihren Preis. Der Dreadnought ist langsam und schwerfällig. Das macht ihn zu einem leichten Ziel. Allerdings kann sich der Koloss mit seinem Warp-Antrieb aus brenzligen Situationen herauskatapultieren. Der massige, behäbige Dreadnought ist natürlich ein gefundenes Fressen für den Artillery Cruiser. Der entspricht dem klassischen Damage Dealer. Oder, um es mit Shooter-Begriffen zu sagen, dem Sniper. Der Artilleriekreuzer verfügt über die größte Feuerkraft und Reichweite im Spiel. Ein paar wohlplatzierte Treffer und der Gegner rennt zu den Rettungskapseln. Um dann zu merken, dass es in diesem Spiel gar keine Rettungskapseln gibt. Tja, Freunde, ist wirklich ein tolles Raumschiff. Ihr sollt wohl damit untergehen. Der Artillery Cruiser kann seine Feuerkraft noch durch verschiedene Raketentypen erhöhen oder sich mit Tarnfeldern verstecken. Denn wie sich das für eine Glaskanone gehört, hat er nur eine schwache Panzerung. Damit ist er ein leichtes Ziel für die Korvette. Die ist zwar der kleinste Schiffstyp, dafür aber auch der schnellste und wendigste. Module wie Nachbrenner oder Schubverstärker bescheren der Korvette zusätzliches Tempo. Um mit diesem Schiff erfolgreich zu sein, müsst ihr euch anschleichen und den überraschten Gegner mit voller Härte treffen. Dabei hilft das optionale Torpedo. In einem MMO wäre die Korvette also eine Art Schurke. Nach dem Angriff dann schnellstmöglich wieder abhauen, denn so eine Korvette ist zwar schnell, aber auch schnell kaputt. Bei Lackschaden und mehr hilft der Tactical Cruiser. Der ist quasi der Heiler in Dreadnought. Mit seinem Reparaturstrahl macht er seine Teamkollegen wieder flott. Und das funktioniert denkbar einfach. Kollegen anvisieren, Feuerknopf drücken, fertig. Das klappt zunächst immer nur bei einem Kollegen, aber über das Auto-Repair-Modul könnt ihr mehrere Patienten gleichzeitig verarzten. Oder ihr setzt Reparaturpods aus, an denen sich das Team dann selbst bedienen kann. Der Tactical Cruiser ist zwar auf Unterstützung ausgelegt, sein Reparaturstrahl wird aber automatisch zur Waffe, wenn ihr ihn auf einen Gegner richtet.
Ihr könnt allerdings auch ohne einen einzigen Abschuss bester Spieler eures Teams werden. Der ausgewogenste Schiffstyp in Dreadnought ist der Destroyer. Mittlere Größe, mittleres Tempo, mittlere Feuerkraft und damit für Anfänger die wohl beste Wahl, um ins Spiel zu finden. Module wie Schwarmraketen oder verschiedene Arten von Torpedos machen den Zerstörer noch zerstörerischer. Fortschrittlichere Destroyer können außerdem den Schadensoutput benachbarter Kollegen erhöhen. Kann mir mal einer sagen, wofür die ganzen Knöpfe hier an dem Puls sind? Ich komme überhaupt nicht mehr klar. Dabei ist die Steuerung der Schiffe denkbar einfach. Ihr bewegt die Pötte auf dem PC ganz shooter-typisch über WASD. This battle is ours. Die Leertaste lässt das Schiff steigen und Shift sinken. Captain. Der richtige Einsatz der Höhenstufen ist dabei wirklich kriegsentscheidend. Artillery Cruiser etwa steigen zu Beginn einer Runde gerne mal auf, um Gegner zu erspähen. Denn wie in Battlefield könnt ihr in Dreadnought Gegner spotten, indem ihr kurz F drückt. Außerdem werden automatisch die Gegner markiert, die gerade von einem Teammitglied gesehen werden. In einem Tal seid ihr also praktisch unsichtbar und könnt euch anschleichen. We have weapon lock. Clean hit. Target's going down. Aber nicht nur Sichtschutz, sondern auch Deckung ist in Dreadnought wichtig. Wenn etwa Raketen zu euch unterwegs sind, könnt ihr euch geschickt so hinter ein Levelobjekt manövrieren, dass die nicht bei euch ankommen. Raketen sind nämlich in der Regel zielsuchend. Um einen Gegner anzuvisieren, müsst ihr ihn nur kurz ins Fadenkreuz nehmen. Euer Waffenoffizier wird euch dann mitteilen, dass er das Ziel erfasst hat. Jetzt einfach feuern und vergessen. Diese Durchsagen der Crew finde ich übrigens ziemlich cool, denn sie vermitteln einem das Gefühl, dass man halt wirklich ein Raumschiff-Captain mit einer Mannschaft ist. Ey Mann, ich habe heute Morgen Kaffee getrunken und schönes Ei gegessen. Und Apfel. Der fängt ja schon wieder gut an, der Morgen. Dann muss ich jetzt wieder den ganzen Tag mitmachen, Scheiße. Ihr könnt eurer Crew außerdem mit E über eine Art Comoros oder mit den F-Tasten drei Schiffszustände befehlen. Das Wellensymbol bedeutet volle Kraft in den Antrieb. Das macht euch deutlich schneller und hilft zum Beispiel bei Ausweichmanövern oder der Verfolgung. Der Totenkopf bedeutet allen Saft in die Geschütze. Good night. Dreadnought destroyed. Let the scavengers pick him over. System drain. Und der Schild steht für, naja, für ein Schild halt. Der reduziert den Schaden, den ihr nehmt. Allerdings verbrauchen alle drei Zustände Reaktorenergie. Ist die futsch, muss der Reaktor erstmal wieder aufladen. Das bietet also eine zusätzliche taktische Ebene, denn mitunter müsst ihr im Gefecht blitzschnell zwischen den Einstellungen wechseln. Etwa um Raketen abzufangen, dann aber gleich wieder volle Kraft zu ballern oder zu fliehen. Was? Zu ballern oder zu fliehen? Was hast du gesagt? Ich meine ausweichen. Je fortschrittlicher euer Schiff, desto mehr Energie steht ihm zur Verfügung. Ihr startet mit 4 Level 1 Schiffen in der Grundausstattung. Die fügt ihr eurer Rekrutenflotte hinzu und klickt da oben auf Play. Vorher könnt ihr auch noch einen Spielmodus wählen, aber die erkläre ich euch gleich. Mit jedem Match, an dem die Schiffe teilnehmen, sammeln sie Erfahrungspunkte, mit denen ihr neue Ausstattung freischaltet. Die dazugehörige Währung sind diese Sternchen hier. Wenn ihr den jeweiligen Tech Tree komplett erschlossen habt, könnt ihr ein Schiff der nächsten Stufe erforschen. In den Matches verdient ihr außerdem noch diese Münzen, die Credits. Mit denen kauft ihr dann die erforschten Ausrüstungsteile, die ihr auch wirklich wollt. Die Sekundärwaffe aufzurüsten kann man sich auf Stufe 1 womöglich sparen, um die Kohle für die Stufe 2 Schiffe zu bunkern. Denn wie in den meisten Free-to-Play-Spielen werdet ihr anfangs sehr schnell leveln und alsbald eine Stufe 2 Flotte beisammen haben. In Dreadnought gibt's 3 Raumschifffabrikanten. Innerhalb der 3 Hersteller schaltet ihr nach und nach Schiffe frei und könnt vorab Werte vergleichen, um zu sehen, welcher Tech Tree sich für euch am meisten lohnt. Das Interessante ist dabei, ihr müsst nicht zwangsläufig immer nur einen Schiffstyp weiterentwickeln. Ab gewissen Stufen könnt ihr auch in einer anderen Klasse weiterforschen, die womöglich besser zu euch passt. Allerdings kostet die Erforschung dieser artfremden Schiffe dann auch knapp doppelt so viel wie die der regulären. Wie teuer soll er denn sein?
Der will für das Ding nur 20.000 Tacken haben, Junge. Das ist ungefähr die Anzahl an Hirnzellen, die du im Kopf hast, Junge. Und das ist nicht viel. Mit Schiffen der Stufen 2 bis 4 könnt ihr dann eine Veteranenflotte aufmachen und Veteranenmatches beitreten. Die bieten dann mehr Punkte, aber auch erfahrenere Gegner. Level 3 Schiffe verfügen außerdem über 4 Slots für Officer Briefings. Das sind weitere Spezialisierungen, wie etwa passive Boni. Im Moment kosten die Veteranen-Matches noch Credits, aber das wird bald rausgepatcht, denn niemand mag laufende Kosten. Captain, ich habe Ihren Walter Knebel am Telefon, wegen der Inspektion. Ja, Kirk? Ja, hier ist das Raumschiffhaus Knebel. Sie hatten doch da einen Termin für 9 Uhr. Ja, da könnt ihr wohl erstmal abhaken, wir wollen uns erstmal hinhauen. Außerdem seid ihr viel zu teuer, das lassen wir besser diesmal. Neben der Ausstattung könnt ihr die Schiffe außerdem noch äußerlich verschönern, über Lackierungen, Embleme, Galionsfiguren und dergleichen. Diese ganzen Sachen kosten Greybox Points, die dritte Währung im Spiel, und diese Greybox Points könnt ihr gegen Echtgeld kaufen. Entsprechend sind diese Veränderungen auch nur reiner Schmuck und nicht spielrelevant. Das einzig Spielrelevante, was ihr mit Greybox Points erwerben könnt, sind die Hero Ships. Das sind voll ausgestattete Schiffe höherer Stufen, mit denen ihr also sofort in der Veteranenflotte mitmischen könnt. Allerdings sind die Module und Offiziersbriefings dieser Hero-Ships fixiert, ihr müsst sie also so nehmen, wie sie sind. Sollte also einer der Pötte genau die Ausstattung haben, die ihr eh anstrebt, dann lohnt sich womöglich die Anschaffung. Allerdings sind die Hero-Ships nicht Teil der Tech-Trees, ihr könnt sie also nicht in noch höhere Stufen weiterentwickeln. Ihr könnt euch diese Schiffe so, wie sie sind, auch selbst erspielen und habt dann noch die Freiheit, sie nach euren Wünschen zu modifizieren. Das dauert dann allerdings eine Weile, denn für Level 4 Schiffe muss man schon ein paar Schlachten schlagen. So, und wie sehen diese Schlachten denn jetzt aus? Den Spielmodus wählt ihr über dieses Pulldown-Menü. Für den Anfang empfehle ich euch die Proving Grounds. Das sind Bot-Matches, in denen ihr eure Schiffe und die unterschiedlichen Module im Gefecht ausprobieren könnt. Vor der Schlacht und nach jedem Tod könnt ihr das Schiff wechseln, vorausgesetzt ihr habt es auch in die Flotte gepackt. Team Deathmatch muss ich wohl nicht lange erklären. 8 gegen 8 und es kracht. Onslaught packt noch KI-gesteuerte Raumschiffe aufs Schlachtfeld, die zusätzliche Punkte und Atmosphäre liefern. Jedes Team hat außerdem ein Command-Ship, das besonders wertvoll ist und das es entsprechend zu beschützen gilt, beziehungsweise zu zerstören. Der wohl taktischste Modus ist Team Elimination. Hier habt ihr nur ein Leben, deshalb ist es super wichtig, das Team ausgewogen aufzustellen und als Flotte vorzurücken, mit einer klassischen Konstellation aus Tanks, Damage-Dealern und Heilern. Ein Heiler wird dabei oft nicht reichen, egal wie gut er ist. Ich bin Arzt. Aber ein Schlechter. Nee! Zwei Mechaniker ist also besser, aber drei sind schon wieder zu viel, denn die verursachen halt nicht genug Schaden. Die Heiler natürlich wie immer bevorzugt angreifen, denn ohne die fällt das Team schnell in sich zusammen. Auf dem PC könnt ihr über die Taste F ein Kommandomenü öffnen und so wichtige Ziele markieren. Wie angeschlagene Gegner oder eben die Heiler. Wenn euer Schiff zerstört ist, müsst ihr nicht bis zum Ende der Runde zuschauen, sondern spawnt als einer von 4 Raumjägertypen mit unterschiedlichen Spezialisierungen. Die haben natürlich keine Chance gegen die Dickschiffe, aber je mehr sich die Reihen lichten, desto mehr können die Mistfliegen auch ausrichten. Da gab's mal dieses Match, an dessen Ende ich alleine als Tactical Cruiser gegen einen Dreadnought antreten musste. Also Heiler gegen Tank. Und nur durch den geschickten Einsatz der Deckung, der Module und dank der Unterstützung durch die Miniflieger haben wir das Ding dann doch noch gewonnen. Super spannend und super befriedigend. Ich habe entsprechend den Befehl an die Crew gegeben, ordentlich zu feiern. Ein Pilz, Alte. Oder was noch besser ist, Pilz für alle. Hört mal, ihr fiesen Schweine. Ihr könnt euch jetzt mal alle richtig besaufen hier. Auch in Matches, in denen ihr mit nur einem Schiff antretet, verdienen die anderen Schiffe eurer Flotte Erfahrungspunkte. Sogar die, die voll aufgelevelt sind. Deren Punkte könnt ihr dann in Free XP umwandeln und die wiederum dürft ihr in Unlocks investieren. Ich bin zum Beispiel heiß auf diesen Zerstörer, denn der wirkt mir viel besser als der, den ich eigentlich jetzt freischalten würde. Aber der kostet halt auch 20.000 XP. 80.000? Und nicht weniger. Also packe ich 5 Level 4 Hero-Ships, die mir Greybox zur Verfügung gestellt hat, in meine Flotte und spiele mit denen ein Veteranen-Match. Was ich zu Demonstrationszwecken dann auch gewinne. Jedes der Schiffe sammelt jetzt Erfahrungspunkte, die es aber gar nicht selbst verwenden kann. Sind ja Hero-Ships.
Und die konvertiere ich dann zu Free XP, knapp 3000 Punkte immerhin. Ach, und ein Karriere-Achievement über 2000 Credits habe ich auch noch gekriegt. Und damit bin ich meinem Level 3 Zerstörer schon entscheidend näher gekommen. 90.000! Und ihr Schiff? Du hast ja Preise, da wird mir echt schlecht. 90.000 und das Schiff kannst du vergessen. Mit 20.000 Mücken bist du ja wohl noch ganz gut dran, wa Junge? So, damit wisst ihr alles, was ihr für den Dreadnought-Einstieg wissen müsst. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Zu den Schiffen mache ich euch wie gesagt noch detailliertere Tutorials, aber dazu muss ich die ja auch erstmal freischalten. Mister Mann, wenn der Captain Raumschiff kriegt, dann will ich aber auch eins haben. Ja, jetzt kriegt ihr alle ein Raumschiff. Schaut mal in die Videobeschreibung, da stehen meine personalisierten Links für die Anmeldung für Dreadnought, sowohl für PC als auch für PS4. Kostet wie gesagt nichts. Wenn ihr sonst noch Fragen zum Spiel habt, haut sie in die Kommentare, kostet auch nichts. Ein Abo kostet bei mir auch nichts, ein Like ebenso wenig, aber all das hilft mir und meinem Kanal und deshalb wäre ich euch sehr dankbar dafür. Denn ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Schade, hier ist jetzt Schluss. Hm.